Spaß, ich wurde gerade vor 8 Minuten angerufen. Ich soll kommen, wir fahren jetzt irgendwie bei einer anderen Gruppe mit. Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es nach Delhi, also nach Indien, und es ist das erste Mal für mich. Also ich bin echt super gespannt. Wir werden dort 2 Nächte haben. Wir haben jetzt morgens in der Früh, wir haben Freitag morgens und ich bin am Montag wieder zurück, also nur übers Wochenende und ja, 3 Nächte von Deutschland weg und 2 Nächte in Indien. Und ich freue mich schon, ich bin mal gespannt, was wir machen, ob wir zum Taj Mahal gehen, also weil das machen ja viele, oder was dann so geplant ist. Und ja, ich bin einfach gespannt, weil das erste Mal Indien, also boah, anscheinend ist schon ein krasser Kulturschock, aber ihr werdet es alles sehen. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch ganz viel Spaß hier bei diesem Video. Tschüssi! Uhu, Leute, herzlich willkommen in Delhi in Indien. Boah, ich habe ein krasses, krasses Zimmer. Wow. Also die Wand, die soll anscheinend leuchten. Und ja, dann geht's hier weiter. Sessel und hier, Alter, wie geil ist das bitte? Ein Riesenspiegel. Hammer, Hammer, Hammer. Und das Bad ist auch echt cool. So, tada. Ich muss mal Licht anmachen. Wo geht es denn hier drauf? Oh, Mist. Und voll witzig, gleich kommt noch ein Kollege, weil der möchte gerne beim Video mitmachen. Deswegen, ich darf noch gar nicht so viel sagen, weil er kommt dann gleich und dann machen wir zu zweit das Video. Wir haben übrigens mitten in der Nacht, also wir haben hier irgendwie kurz nach 1 Uhr. Und ja, lass dich einfach überraschen und wir erzählen gleich mehr. Hallo und herzlich willkommen in Delhi und herzlich willkommen zu deinem ersten Video, oder? Ja, Das ist schon dein erstes. das ist mein erstes Video. Also ja, das hier ist der Nico und wir sind jetzt zusammen in Indien. Du kennst mich schon von YouTube, gell? Tja. Ja, also was können wir denn jetzt groß sagen? Wir haben auf jeden Fall schon viel geplant. Wir haben jetzt mitten in der Nacht, wir haben also deutsche Zeit 10. Müsste jetzt ungefähr. Da ist eine Uhr, oh nee, geht nicht. Geht nicht. Ich schaue das mal ganz kurz nach. Wir haben 4 Stunden und 30 Zeitverschiebung. Wenn wir Dachte jetzt noch. 3:30. Wir werden das bestimmt rausfinden. Es ist Okay. 1:19 Uhr. Ja, okay. Also 1:19 Uhr und wir werden schon in 2 Stunden oder eine Stunde Und 40 Minuten. wieder abgeholt, weil wir fahren zum Taj Mahal. Ja, wir machen voll die coole Tour. Also wir sind 7 Personen und Richtig. wir sind mal gespannt, ja. Und morgen, also Nico war schon einmal in Indien und du zeigst es mir dann, oder? Also wir fahren mit Richtig. Tuk-Tuk. Zeigt dir Delhi so richtig. Wir werden schön mit dem Tuk-Tuk durch die Stadt fahren und es gibt in Delhi so viel Tolles zu sehen. Also so viele tolle alte Gebäude. Es gibt ganz verschiedene Bazaars. Es gibt tolle kulturelle Sachen. Es gibt das Gandhi-Museum. Also man kann in Voll Delhi geil. wundervolle Sachen machen und tolle Sachen machen. Ja, ich freue mich. Ich freue mich auch voll, dass du mit mir das Video Ja. drehst, weil wirklich, ich habe noch nie jemand gemacht. Echt Also, jetzt? nee. Also voll cool. Ja, wir hier mitten in der Nacht, also ist ganz lustig. Was kann man sonst noch so sagen? Ich weiß gar nicht. Wie war der Flug? Wo hast du gearbeitet? Also ich war ganz am Ende des Fliegers. Ich war heute an der Vierertüre. Ich habe in der Economy Class heute gekocht. Und ich war an der Einsertür, also wir waren einmal durch den Flieger verteilt. Richtig. Ja, aber kein Problem, wir hatten trotzdem Spaß. Absolut. Genau, ich habe in der Business gearbeitet, du in der, genau, Economy Class, Eco. wie Wir gesagt. sind 7 Stunden geflogen ungefähr. 6 Stunden 35, fast schon Rekordzeit heute nach Delhi. Ja, und genau, wir mitten in der Nacht, 2 ganze Tage und dann geht es wieder irgendwie abends nach Hause und dann sind wir Montag früh wieder in München. Wir haben schon gesagt, wir nehmen Kissen mit, also dass wir dann noch im Bus ein Im Bus bisschen schlafen schlafen können. können. Wir brauchen 3 Stunden mit dem Auto nach oder mit dem Bus nach zum Taj Mahal und ja, ich bin mal gespannt. Also ich habe ja schon viel gehört so von Indien, auch so mit Armut und alles. Also ja, ich habe mich mal überraschen Lass lassen. dich überraschen, das ist ein wundervolles Land, das Ja, ist also ich fand es ja beeindruckend. jetzt schon krass, also wo wir abgeholt wurden beim Flughafen, da sind schon lauter so Streunerhunde rumgerannt und so. Das ist schon echt krass. Das hatte ich jetzt in noch keinem Land so. Ja. Also wir werden sehen und ich nehme euch dann mit und hier mit dem Nico, also der wird auch hier meine ganzen Videos begleiten. Ganz Deswegen wird genau. geil. Ich freue mich. Ich habe was vergessen zu sagen, nämlich wir haben so coole Ketten geschenkt bekommen. Und Voll was ihr cool. jetzt natürlich nicht mitbekommt, die riechen auch noch Ja, das ist geil. unglaublich gut. Aber nach was kannst du es sagen? Ich glaube, es ist Jasmin. Voll Ich bin schön, leider nicht voll der süß. Botaniker. Vielleicht weiß das jemand von euch, was es ist. Oh, ich freue mich immer, wenn ich so Geschenke bekomme, also voll geil. Tada! Wir sind auf unserem Weg. Und ohne Spaß, ich wurde gerade vor 8 Minuten angerufen. Ich soll kommen, wir fahren jetzt irgendwie bei einer anderen Gruppe mit.
Boah, voll krass. Wir haben uns auch nicht ganz sicher. Ja, unser Kissen mal dabei und ich hoffe mal, ich habe alles. Okay, Leute, also ich bin nochmal ganz kurz auf dem Zimmer, weil wir fahren jetzt doch bei unserer Gruppe mit. Und das ist mein Outfit. Ich finde, es sieht so schön aus. Ich zeige euch gleich nochmal von Nico, aber der hat mich so gestresst, ohne Spaß. Ich musste mich innerhalb von 8 Minuten fertig machen. Aber jetzt habe ich wenigstens schon alles und wir treffen uns jetzt erst in 5 Minuten wieder. Aber wir haben echt mitten in der Nacht, das ist so krass. Aber voll cool. Wir haben jetzt noch unsere Ketten geholt, weil wir wollen mit denen Bilder machen. Wow, okay, das sieht geil aus. Sieht voll gut aus. In white. Naja, sollte mal die Andrea sehen, was sie heute Ja, anhat. Ich zeig's gleich beim Spiegel. Hier ist einer, aber der ist zu klein. Ach, wir haben noch 2 Regenschirme, weil es vielleicht regnet. Aber es regnet nicht, wenn wir da heute ankommen. That's our car. Okay, da sollen wir zu SIP reinkommen. Wir schauen mal. Hi. Hallo. So, they will provide the water bottle also. Hast du dir schon deinen Lieblingsladen rausgesucht? With, ja, with hast your du schon ticket, Lieblingsladen? They will provide the water bottle. But I can take mine as well. Aber ich würde hier alles essen, ist das so egal. And second, cool, einfach die Kuh über die Straße. Will you decide that later? Yeah, let's after, decide that after later. Breakfast, after see that us. Will you find shop? Also hier inmitten von Indien. Ich habe mit den Hunden genau in der Straße. Das ist echt mega krass. Mehr nicht. Wow. Vor allem, oh nein, 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 nein. Oh, oh, oh knapp. Oh. Da eine Kutsche. Oh, boah. Gott. Wir haben sie aber nicht überfahren. Many animals on the road. Yes, we see. We see cow, buffaloes, monkeys and donkeys. Sorry, monkeys. Okay. Is there, are there any elephants around here? Hello? Jetzt mal eine ernst gemeine Frage, Leute. Hat ein Flugzeug eigentlich eine Hupe? Ich glaube, das ist alles in ihr zu Hause. Ich würde auch sagen, dass sie eine Hupe haben. Nebelhorn. Das sind auf jeden Fall Scheibenwischer. Ja. Da sind noch mal 2 Kühe, 3 Kühe. Was ist denn jetzt? Wow, oh Gott, bitte, das ist schon krass. Können wir bitte weiterfahren? Oh Gott. Lieber, wollt ihr gehen? Ich doch nicht. So nicht. Okay. Warum denn hier Yellow T-Shirt mehr, oder? Das ist schon krass. Vor allem aber gehören die alle auch irgendjemandem schon, oder? Die Kühe. We are ready. Yes. Wir haben sogar 2 Regenschirme. Nice, nice. Das sieht gut aus. Ganz wichtig, ganz viel Wasser dabei. So, ma'am, tell me, you want to walk or you want to go by this? No, walk. We've been sitting for so long. Okay, good. Oh Gott, das sind Streifenhörnchen. Oh, wie süß. Kleines Baby. Voll süß. Vor allem, das ist voll zahm, oder? Bye, girl. Babys. Ein Äffchen. Boah, wie cool. Vor allem, oh mein Gott, geil. Ich muss mal auch näher hingehen. Oh, er ist weggerannt da hinten. Okay, wir gehen mal weiter. Oh, das ist voll der Große. Oh mein Gott. Wie cool einfach. Oh, hi, Bibi.
Okay, ich liebe Indien jetzt schon. Schaut mal, also da hinten auf dem Haufen, da sitzen richtig viele Affen. Voll cool. Das ist ein Babyaffe. Babyäffchen. Ja, da ganz Monkey. Oben. Süß. Ja. Yes, Monkey. Oh. Yeah. Baby. So, ja. Und hier ist eine Kuh zur Abwechslung. Wow. Da sind gerade zwei Affen an mir vorbeigelaufen. Und da ist ein kleines Baby. Wow. Cool. Und die Kuh. Das ist krass. Ab, okay, yes. Uhu, wir sind drin. Wow. Wer läuft denn da? So, wir first time hier? Yes, the first time. Or some wow. People. My dad is the Taj Mahal. Mein Gott, sowas ist echt richtig schön. Ich sage euch, wie viel Arbeit es gekostet hat zu machen. Oh mein Gott! Leute, man sieht es noch gar nicht gescheit. Gib mir vor. What about you? Der Wahnsinn. Really amazing. Absolut beeindruckt. Thank you. It's so cool. Yes. I really like it. It's beautiful. All here around. Wow. Ah, okay. Perfect. Also ich wurde jetzt hergerichtet gerade. Ich habe das jetzt richtig cool an. Und es ist voll schön. Also es ist voll der peacevolle Ort. Es ist irgendwie so ein bisschen wie in Abu Dhabi bei der Moschee. Ich muss den einfach noch mal festhalten, weil der ist echt wunderschön. Oder Nico, was meinst du? Total beeindruckend, das leuchtet fast so weiß es ist. Was wir gelernt haben, dass der gerade richtig sauber ist, also dass es die richtige Farbe ist, weil der vom Monsun klar gespült wurde. Genau, und es ist kein italienischer Marmor, kein Carrera-Marmor, es ist indischer Marmor. Und dieser indische Marmor beinhaltet auch Kristalle, sodass das Taj Mahal zum Beispiel im Sonnenaufgang, im Sonnenuntergang oder auch besonders im Vollmondlicht leuchtet und glitzert. Wow. Süß. Oh mein Gott, wie klein das ist. Und es ist weg. Hallo, kleines Baby. Oh, ihr bist so süß. Oh, wie es Angst hat. Oh, Baby. Wir haben jetzt 16:15 in Deutschland und hier 19:45. Und nee, 19:45. 19:45. Und wir gehen jetzt in den Taj Mahal. In das Mausoleum hinein. Ich bin gespannt, was uns erwartet. Es schaut gerade mega schön aus, weil die Sonne noch so drauf scheint. Cool. Und wir sind mal wieder die Letzten. As always today. Wie immer, ja. Und das sind unsere mega coolen Schuhschone. Sieht sehr sexy aus. I like it. For her memory, the king, husband, likes painting. That's right. Paintings, long time never survived. So use. Losing myself in the endless memories of the end right from.
Jetzt ist Essenszeit. Wir gehen jetzt auch schnell frühstücken, weil wir haben alle so Hunger. Wir sind voll unterzuckert. Oh, sieht echt ganz okay aus, oder? Oh, hat das indische Breakfast. Sieht gut aus. Try it. Yay, we are back home. Ja, wir sehen ein bisschen fertig aus. Wir haben jetzt auch schon fast den ganzen Tag vorbei. Aber wir legen uns jetzt nur kurz 40 Minuten hin oder ruhen uns kurz aus. Und dann gehen wir nämlich nochmal raus, also der Nico und ich. Hey, hey, das war's auch schon mit diesem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst oder was in die Kommentare schreibt. Und ja, dann würde ich sagen, drückt euch auf jeden Fall noch direkt jetzt in den nächsten Teil, weil da geht's nämlich weiter noch mit unserem Tag in Indien und der war auch noch mega, mega, mega cool. Ja, und dann Dankeschön und dann viel Spaß mit dem nächsten Video. Tschüssi!